Willkommen zum neuen Video. Wir haben zwei Tage voller Action. Wir waren gestern Go-Kart fahren. Wilde Sachen sind passiert. Heute haben wir eine geile Fußball-Challenge gehabt. Lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Video. Ein Jahr und 10 Tage habe ich meinen Führerschein gelernt. Wo seid ihr? Da seid ihr? Viele fragen ja nach dem Robert. Das ist gleich eingetrunken schon. Kann ich auch ein Foto haben? Ach, super! 4 VIP-Tickets, wenn du es schaffst. Was machen wir jetzt spontan? Wir gehen Go-Kart fahren, du willst doch wieder auf die Schnauze haben. Also, es ist nicht zu erwarten, dass Herr Eckelin auch in Zukunft erheblich oder wiederholt gegen verkehrs- und strafrechtliche Bestimmungen verstoßen wird. Nach ein Jahr und zehn Tagen habe ich meinen Führerschein wieder. Wie lange ich nicht mehr hier war, Wahnsinn, ey. Kommen Erinnerungen hoch, oder was? Ja, ja, ja. Was kommt dir da speziell direkt durch den Kopf? Dass ich immer als Sieger rausgelaufen bin. Und die Handschuhe, was machst du dabei? Scheiße, nein, Mann. Haben die Handschuhe hier? Meinst du ernst? Boah, das geht gar nicht dann, Alter. Guck mal her. Was ist das für ein Hemd? Eine Gurgel. Kann ich lieber aufmachen und die anders aus? Handschuhe dabei? Ja, für dich. Weil die Leute schaffen. Ah, ich denke. Nicht du? Doch, ich. Ja, ja, das geht schon. Das geht safe. Jetzt wird er anders. Jetzt wird er auf jeden Fall. Ganz anders. So, jetzt switchen wir auf die GoPros und ihr könnt live mitverfolgen, wie ich heute gewinne hier. Ja, der Schweißerhelm hat heute. No. Der ist nicht ganz auf der Höhe. Einfach nur lachen mit ihm. Immer nur ja sagen, ja, ja. Platz, ihr Sch**! Weg, euer Pisser! Weg! Schnell, du kleiner Pisser hinter mir, ha? Du bist schnell, ha? Aber er ist die Nummer 1, aber nein! Der kleine Rotter, Alter! Gott, alle, ich fick euch! Wo seid ihr? Da seid ihr! Ja! Ihr kleinen Kinder, Alter! Ihr kleinen Kinder, hier nach Hause! Ich sag dir ehrlich, krass, das hättest du nicht erwartet! Du hättest so viel in deinem Leben nicht erwartet, hä? Genau die Handschuhe waren es heute! Den kleinen Kindern wieder das Mäulchen gestopft, weißt du? Nicht nur Champion im Ring, sondern auch Champion beim Kartfahren, also... Und 30 Runden, ne? Startziel Champion, merkt ihr das mal? 30 Runden, Alter! Wo sind die alle, verdammte Scheiße? Ey, der ist pünktlich! Auf die Minute genau? Ja, immer, pünktlich! Wo ist der... Christian, viele fragen ja nach dem Robert. Wir machen uns auch Gedanken um den Robert, aber erstmal werden wir von Robert leider nichts. Wie hast du gesagt, du hast letztens mit dem JVA-Direktor gesprochen. Er kommt auf jeden Fall stärker zurück. Der darf auf jeden Fall nicht mit so einem Auto fahren. Das geht nicht. Ich war noch mein Fahrer. Du hast immer noch ein Fahrer. Ja, nochmal. Hundesitter heißt er jetzt. Nicht mehr Fahrer. Komm her. Was für ein? Ja? Sag mal hallo. Hey, Buddy. Was ist für eine Leinart? Guck mal hier. Da ist mein Name, nicht nur mein Fahrer, sondern mein Hundesitter. Ich bin jetzt alles, mein Hundesitter ist da. Hey, zeig dir ein paar Frauen. Normal, darf ich sie da? Ein bisschen unterwegs an Ding, zeig dir ein paar Frauen, dass du auch ein bisschen Samstag, Spaß ja. am Leben hast. Heute Samstag, heute Abend gehen wir Disco mit denen auch, oder? Ja, danke. Schönen Tag, ja? Brauchst du Geld für den, für Essen und so? Kaffee hatte, trinken? Hatte. Beste Fahrer, wo ich hatte bis jetzt. Und was für ein Gefährt seid ihr unterwegs? Hier mit dem Audi. Wir gehen jetzt zu den ESN Days und danach gucken wir, dass wir heute Abend noch ein bisschen MMA vor die Linse kriegen. Wheel of MMA ist hier in Frankfurt, Jahrhunderthalle, kämpfen 5 Leute von uns. Wir nehmen euch einfach mit, auf geht's. Kannst du das überhaupt noch? Was kann ich? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße. Jetzt nochmal zu den ESN Days. Freut mich sehr, dass wir da hinfahren. Und das Geile ist, es ist in Wiesbaden. Urs, Leonidas, alle sind dort. Ich bin gespannt. Ist jetzt so wieder ein Stück Freiheit, aber muss ich sagen, wenn man zum Friseur geht und fährt 7 Runden, um einen Parkplatz zu finden, ist es doch einfacher, mit dem Fahrer, also einen Fahrer zu haben, wo man aussteigt und dann einfach reingehen. Einfach rein, so weißt du. Wie war eure Fahrt? War angenehm. Christian ist super gefahren vorne, der Wegweiser, der Road Captain. Ja, ein Löwe ist er. Gute Jugend heutzutage, alle sportlich, gut gebaut, schauen auf ihre Figur, nicht so wie wir beide. Wir sind auch nicht mehr jung. Warum startet eigentlich euer Journey, euer Fitness-Journey? Nee, ich hab noch, wir haben noch mal One-Pack. Bist du auch hier schon wieder? Ich bin auch hier. Ich fordere die alle hier raus. Wie geht's hier? Du bist und bleibst aber der Champ. Alles klar? Komm, 3, 2, 1 und...
54. Jetzt Zeit, was zum Essen. Das ist schön. Essen, der beste Riegel für mich. Rabattcode Champ gibt's. Wie viel Prozent? Maximal. Sehr gut, brutal. Jetzt gehen wir ein paar Fotos machen. Bin mal gespannt, weil das ist ja eigentlich Bodybuilding-Veranstaltung hier, oder? Egal, ich trinke das alles leer hier. Alles leer? Ich finde den und den gut. SM, besser. Schön, sauber. Kommt er mit den guten Shampoos. Das ist gleich eingetrunken schon. Ich merke das schon. Hier, wir könnten wieder einen trinken. Das macht auch eine komische Nebenwirkung, so viel Koffein. Ich habe zu viel Energy Drink getrunken und bin dann angerübst. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich 100%. Das steht auf Schmerzen oder was? Boxautomat um 100 Euro. Euer Fighter gegen meinen deutschen Conor McGregor. Ich glaube, das wird eine enge Kiste. Kriegst du auch noch einen heftigen Bums? Das ist komplett geisteskrank. Geh hin und nimm den Emir, kipp das Ding irgendwie auf eine Seite hoch, dass wir Vorteile haben. Hey, Entschuldigung, kannst du auch ein Foto haben? Ich hab gewonnen. 3-0. Erste Runde war kritisch, aber danach war es gut. Okay, der war gut. Ja. Du hast doch schon hier geübt. Sag mal, wem hast du ein paar Mal gegen gehabt? Ich schau das Ding von oben richtig saftig rein. Ich glaube, mein Rekord ist so. Ole! Aber der hat noch einen, der hat noch einen. Nicht so früh, Freunde. Ja, ich hab das erste Mal geschlagen. Warte ganz kurz. Hey, doppelt oder nichts? Also wie gerade war Gucci-Gürtel, ne? Ja, ja. Gerade war Gucci-Gürtel. Ja. Nein, auch nichts. Das ist auch nichts. Weißt du, dieses Ding gleich. Was war das? Gucci-Gürtel und Schuhe oder was war das nochmal? Ich weiß nicht, wem du die Wette gemacht hast. Er wusste ja, der ist auf einmal verschwunden hier. Der hat schon gesehen, es geht in die Hose, da ist er schon weg. Hat sich, hau mal einen raus, komm. Ja, wow. Ja, und noch sagt es auch. Oh shit. Ab jetzt Abel. Da ist er doch. Was war das? Gucci-Gürtel und Schuhe oder was war das? Hey, Honi. Gib mal 100 Euro den Jungs, wir blamieren haben uns. Haben die gewonnen? Ja, ich glaube, ich bin besoffen. Nein, oder? Nein, auf keinen Fall. Wir müssen helfen. Nein, auf keinen Fall. Auf uns geht ihr essen. Nein, wir gehen nächstes Mal zusammen essen. Alter, was geht, Bruder? Alles klar. Wie viele Tage hast du noch? 34 Tage? Ja, Mann, 34 so. Am Mittwoch fliege ich von Frankfurt rüber. Okay, dann komm doch mal vorher. Florida, ich komm essen vorher geht vorbei. Nee, essen nicht, aber wir können ja ein bisschen. Ja, machen wir. Gerne, ja, genau. Das ist auch am besten. Ja. Okay. Goldene Schere können wir auch noch vorbeigehen. Gehen wir auch noch vorbei. Aber seine Seiten kriegst du dann immer frisch und sieht immer jung und sexy aus, Alter. Beine werden frei. Und ja, nach 3 Stunden stehen, brauche ich jetzt ein bisschen Futter, Alter. Sonst schlage ich hier immer zusammen. Und lieber nicht den. Gibst du nicht? Ich spritze es von oben bis unten. Gib mein Auto. Bei 3, ich schwöre bei Gott, bei 3 gib mein Auto. Ich schwöre, ich habe sie nicht. Ich schwöre auf was? Ich schwöre auf alles. Ja? Wer hat's? Der Tommy. Tommy, hast du meinen Autoschlüssel? Ja. Ehrlich? Warum verarscht ihr mich, die kleine Alter? Und immer voller Fokus auf den Straßenverkehr. So, ESN Days waren geil. Viele Fans gesehen, viele Fotos gemacht. Geile Veranstaltung, besten Supplements. Jetzt geht's weiter. So, jetzt sind wir hier in der Jahrhunderthalle. Heute ein bisschen kleinere MMA-Veranstaltung. Auch wichtig für mich persönlich, die jungen Kämpfer zu unterstützen. Das ist der Nachwuchs und so freue ich mich heute hier zu sein, dass die Zeit zulässt. Wir haben, glaube ich, 5 Kämpfer heute Abend auf der Fight Camp. Weil ich ja gesagt habe, die jungen Wilden, hier stehen sie alle. Am 11.11. bin ich im Peter wieder in Action. Eine Woche später Christian. Breakfast aus Hütte.
So, geiler Event. Ich freue mich auf jeden Fall, den Sport so wachsen zu sehen. 2000 Zuschauer ungefähr waren da. Hätte ich mich auch drüber gefreut, in meiner Jugend so zu kämpfen. Aber war nicht so, aber Gott sei Dank ist es jetzt so. Und wir werden da weiter drauf hinarbeiten, dass es noch mehr wird. Es geht weiter mit Challenges. Meine alten Künste, Fußballkünste, werde ich heute unter Beweis stellen. Wir haben, glaube ich, Freistoß, Elfmeter, Eckenschießen, irgend sowas. Das ist ja mehr so Skills. Also ich bin nicht so der... Lattenschießen ist noch dabei. Das war eigentlich, da war ich eigentlich immer so mit der Beste. Aber die anderen Sachen, da bin ich schon lange, lange auf der Strecke geblieben, glaube ich. Aber wir gucken, wir machen, wir geben Gas. Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal. Ganz, ganz wichtig. Hast du jemals Sixpack gehabt? Bruder, ich hatte schon da... Hast du nicht mal Sport gemacht? Ja. Absolute Maschine im Fußball. Hessenliga, kriegst du es noch hin? Ja, ich bin jetzt mittlerweile 30. Aber kriegst du noch hin, noch zwei, drei Jahre. Bierbauch ist auch weg langsam, kriegen wir auch hin. Mein Name ist Benny, ich bin von 933. Wir machen so eine Fußballseite auf Instagram, auf TikTok, mittlerweile auch ein bisschen YouTube. Wir machen so verrückte Skills, Trickshots und was auch immer. 1-1 zusammengezählt, Christian kann kicken ein bisschen und Christian steht für Frankfurt. Und jetzt wollen wir mal das auf den Prüfstand stellen. Wie krass kann der Mann kicken? Fußballer, die diese Schuhe haben, sind am Grätschen und Beine best. Ja, hat er vollkommen recht. Ich war ein harter Gegenspieler, ja. So kann man es stehen lassen. Linker Verteidiger, Innenverteidiger. So, guck mal hier, Tempo von früher. Dicke, da weiß man, dass du bist ein Brecher gewesen. Das ist es. Hinten habe ich da abgeräumt, sage ich dir. Ich bin sehr gespannt gerade. Ja, brauchst du nicht gespannt sein, sage ich dir ehrlich. Ich habe eben schon gesagt. Nee, ist so. Ich habe mit Tore schießen nie was am Hut gehabt. Wir haben letztes Mal so einen Trickshot wieder gemacht. Der hat einfach 4,5 Stunden gedauert. Ehrlich, bis er einmal geklappt hat, oder? Diese Fallrückzieher hinter der Linie reindrehen, das ist schon gottlos. Was ist hier? Erziehung. Jawohl. Das ist eine Erziehung. So muss es sein. Eintracht. Heute ist nur Gewalt. Ich muss nur mit Gewalt rangehen. Elfmeter, Freistoß. Zwei Freistöße. Genau. Okay. Dann kommt ein Ball vom Torwart. Ist das ready oder was? Warte, geht los, oder? Nur noch gemalt. Lass ihn aber. Schiri! Wer hat dich manipuliert, Alter? Das war der erste Versuch, ne? Ja, nochmal. Guck mal hier. Einfach aufgerissen. Scheiße, Mann! 2 von 5 zufrieden mit deiner Leistung? Ja, 100%. Nach dem schweren Foul am Anfang. Ja! 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 Mann. Fertig. Hier müssen wir mal klatschen. Nee, da muss auch mal geklatscht werden, oder? 3-3, 2 für mich. Und jetzt hat jeder 3 Schüsse Lattenschießen. Haben wir immer vor dem Training gespielt. Aber du, das ist schon, wenn ich überlege, ne, gell? 15, 17 Jahre her. Mach Stopp! VAR! Der war Latte! Safe! Diese Unterdrückergeschichten hier, das ist absolut VAR. Hier. Guck mal, das ist der Druck für die Leute, die müssen jetzt schon den Innenpfosten als Latte bezeichnen. Du weißt, was ich meine? Das ist eine kleine Führung hier. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt Feuer und Flamme hier. Ne? Ich will nur mal den Punktestand wissen, nur um mich persönlich, um was, wie es weitergeht. Der Punktestand ist einmal 5 Christian Eckerlin, 4 Fio, 2 ich. Was ist jetzt hier Sache, Ecke? Reintrainen. Das ist eine Herausforderung für mich, muss ich sagen. Das ist nicht so mein Ding mit den Antrainen und so weiter. Ja! Jetzt habe ich ihn raus. Ja. Jetzt muss, ich den machen. Mein Ding. Hör doch mal auf, Digga. Original mit Außenriss mit Roberto Carlos. Das hast du vorhin auch schon 5-mal gesagt, aber hast nichts getroffen. Ja, mit Außenriss. Bist du seriös? Digga, Alter, das ist ja brutal. Mit Außenriss, das ist ja nochmal schwerer. Das sind meine Punkte, ich bin wieder da, ey! Ich bin wieder da! Jeder hat wieder 3 Schüsse. Durch die Beine? Durch die Beine. Auf meinen Nacken.
Das hört sich nicht an. Mit Fallrichter, der ist drin, Eckert. Ey! Ja! Mehr wollte ich schon nicht haben! Mach gar nicht viel reden, machen! Mach ich viel! Vier VIP-Tickets, wenn du es schaffst. Vier VIP-Tickets! Ja! Das sind die VIP-Tickets! Haben Sie mich wieder schön gelockt, Alter! Genau so, genau so! Sehr gut. Jetzt muss ich den nur treffen, Alter. Oh. Wenn du ihn so machst, hier hey, noch wenn, ein warte, stopp, stopp, stopp. Wenn du den noch machst, gibt es noch eine Übernachtung drauf. Auch Hotel. Oh. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich tue die Scheiße auf der Zielgeraden verkacke ich, Alter. Nein! Oh, wie schlecht. Wir haben ja noch eine Challenge, haben wir noch, ja? Eine haben wir noch. Ja, genau so. Ey, letzte Challenge. Ganz klassisch, Zocki Challenge. Wir haben es mit jedem gemacht, wir haben auch schon verloren, wir haben gewonnen, wir haben Siege gefeiert, wir haben Niederlagen gespürt. Fio 6, Christian 6, ich 5. Das heißt, jeder kann noch gewinnen. Fick mich, ne? Ihr habt das genau geplant, am Ende bin ich der Wichser hier, Alter. Hab ich das fünfmal gezuckt, ich hab, ja, ich versuch's. Okay, let's go. Oh, der war knapp, Christian. Ah! Ja, 100%. Ich hab's gesehen, also, Digga! Warte, das ist der Zappelfuß, Alter! Ich kann nicht mehr, Alter, ich kann nicht mehr. Ich hau mal einen raus, gewinn die Scheiße. Oh, ja. Geht weg von mir, Alter. Was willst du? Was? 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 Ha? Keiner hat bis jetzt gegen uns gewonnen, ne? Nein. Ehrlich nicht? Nur du. Ja, komm Eamon jetzt. Hat gegen uns verloren. Eamon hat verloren. Alle haben verloren. Ehrlich alle haben jetzt? Alle haben verloren. Du bist der Erste, der gewonnen hat. Ich mach das direkt groß. Thumbnail, siehst du das? So. War mir schon klar eigentlich vorher, wo ich hierher bin. Vielen Dank an euch zwei. Gerne. Danke an Torwart, darf man nicht vergessen. Check den YouTube-Kanal 933 von den Jungs. Der Link ist in der Videobeschreibung. Q, Alter. Okay.